Frag mich, großer Bruder. Mein Name ist Kyoei Imai und meine Nichte Kokoro ist gerade zu Besuch bei mir. Sie ist ein sehr süßes Mädchen, das sehr an mir hängt. Deshalb verwöhne ich sie auch so sehr. Ja, kuscheln. Sie ist wirklich ein sehr, sehr niedliches Mädchen. Da ich sie über die Feiertage bei mir zu Hause behalte, werde ich ihr viele Süßigkeiten und Spielsachen kaufen. Hey, großer Bruder. Was ist denn los? Ich will in den Vergnügungspark gehen. Klar, natürlich. Juhu, ich liebe dich, großer Bruder. Der Besuch eines Vergnügungsparks ist ein kleiner Preis, um sie glücklich zu sehen. Wirklich, meine Nichte ist zu süß. Am nächsten Tag. Vergnügungspark, Vergnügungspark. Was möchtest du zuerst fahren? Eine Achterbahn? Sie ist noch so jung, aber das interessiert sie schon. Kokoro ist jetzt 4 Jahre alt und über 100 Zentimeter groß. Also kann ich jetzt mit der Achterbahn fahren, weißt du? Als du vorhin mit deiner Mutter hierher kamst, hat man dir gesagt, dass du das wegen deines Alters und deiner Größe nicht darfst? Ja, aber jetzt darf ich sie fahren. Verstehe, deshalb will sie also heute fahren. Die Bahn ist gruselig, weißt du? Mir geht's gut, Kokoro kann es fahren. Wird wirklich alles gut gehen? Es wäre doch schade, wenn sie nicht mitfahren könnte. Ich habe nachgegeben und sie mit der Autobahn fahren lassen. Kokoro schluchzte nach der Achterbahnfahrt unkontrolliert. Am Ende war sie erschrocken. Na, na, Kokoro, es ist alles gut, die Fahrt ist jetzt vorbei. Fühlst du dich besser? Sie hat noch nicht ganz aufgehört zu weinen, aber sie scheint sich zu beruhigen. Ich sollte sie als nächstes auf eine langsamere Fahrt mitnehmen. Und mit diesem Gedanken im Hinterkopf... Was ist mit diesem kleinen Mädchen los? Ist sie allein? Kann ich helfen? Oh, ich dachte, ich hätte jemanden weinen gehört. Deshalb ist Haruka gekommen. Sie wurde also von Kokoros Schreien angelockt. Sie muss wirklich süß sein. Danke, es geht dir gut. Du solltest zu denen zurückkehren, die dich hergebracht haben. Ich bin mir nicht sicher, bei wem sie ist. Also sage ich es mal nur so, nur für den Fall. Meine Mami ist hier bei mir, siehst du? Wo ist Mami? Oh nein, sie wurde getrennt. Sie muss gedacht haben, dass ihre Mutter hinter ihr her war. Vielleicht ging sie weg, als ihre Mutter sie aus den Augen ließ und nicht bemerkte, dass ihr Kind weggelaufen war. Mami ist weg. Ich hab Mami verloren. Bitte weine nicht. Es wird alles gut. Ich werde dir helfen, sie zu finden. Wirklich? Natürlich. Man kann ein Kind nicht allein in einem Vergnügungspark lassen. Sie sieht aus, als wäre sie ungefähr in Kokoros Alter. Ich frag mich, wo Mami ist. Sie sucht bestimmt nach die Haruka-chan. Ich bin sicher, dass wir sie finden werden. Mit dem großen Bruder wird alles in Ordnung sein. Der große Bruder wird Harukas Mami finden. Danke. Danke? Oh, sie meint bestimmt Danke. Zu sehen, wie Kokoro sich um Haruka-chan kümmert und wie Haruka-chan sich richtig bei Kokoro bedankt, hat mein Herz berührt. Ich bin zwar nicht ihr Vater, aber ich habe das Gefühl, dass ich sie aufwachsen sehe. Obwohl ich Haruka gerade erst getroffen habe. Dann brachte ich Haruka-chan zum Zentrum für verlorene Kinder im Vergnügungspark. Ich weiß, dass ich versprochen hatte, nach ihrer Mutter zu suchen, aber das war an einem so überfüllten Ort unpraktisch. Es wäre einfacher, den Park der Durchsage nach ihr rufen zu lassen. Vielen Dank, wir kümmern uns um den Rest. Haruka-chan? Wir bleiben bei ihr, bis ihre Mutter eintrifft. Ich bin mir sicher, dass Haruka-chan sich in der Gesellschaft eines Kindes in ihrem Alter sicherer fühlen wird. Ja, es wäre sehr hilfreich, wenn du das tun könntest. Ich danke dir sehr. Oh nein, bitte danken Sie uns nicht. Du bleibst bei mir? Ja, lass uns zusammen auf Mami warten. Wow, danke. Haruka schien fröhlich zu sein, dass wir blieben und bedankte sich noch einmal, während sie auf ihre Mutter wartete. Entschuldigung, ich habe eine Durchsage über ein vermisstes Kind gehört. Mama! Haruka, oh Gott sei Dank. Sieht aus, als wäre alles in Ordnung und sie konnten wieder zusammengeführt werden. Diese Person kommt mir bekannt vor. Minegishi-san? Imai-kun? Warum bist du hier? Das würde ich dich auch gerne fragen. Minegishi-san ist eine der Kolleginnen, die in der gleichen Firma arbeitet wie ich. Wir haben auch im selben Jahr angefangen. Minegishi-san gilt als ein wertvolles Juwel.
Sie ist im ganzen Unternehmen wegen ihrer atemberaubenden Schönheit und ihrer unermüdlichen Freundlichkeit sehr beliebt. Sie gilt als unerreichbar für alle. Wenn man bedenkt, dass sie schon verheiratet ist, ich bin ziemlich schockiert. Seid ihr befreundet, Mami? Naja, sowas in der Art nehme ich an. Wow, das ist ja unglaublich! Wirklich? Was für ein Zufall. Du hast auch ein Kind, Imai-kun? Oh nein, sie ist meine Nichte, Kokoro. Ja, ich bin Kokoro. Ah, ich verstehe. Freut mich, dich kennenzulernen, Kokoro-chan. Jawohl, freut mich auch, dich kennenzulernen. Haruka will mit ihrem großen Bruder spielen. Nein, Haruka, du wirst sie nur stören. Nein, ich will mit ihnen spielen. Haruka-chan. Großer Bruder, Kokoro will auch mit Haruka spielen. Wahrscheinlich, weil Haruka-chan gesagt hat, dass sie mit uns spielen will. Kokoro fing auch an zu betteln. Wie könnte ich die Bitte meiner bezaubernden Nichte abschlagen? Minigishi-san, wenn du magst, können wir zusammen durch den Vergnügungspark gehen, so wie jetzt. Aber werden wir dich nicht stören? Kokoro will auch mit Haruka spielen und es kommt nicht jeden Tag vor, dass wir uns auf diese Weise begegnen. Okay, dann haben wir nichts dagegen, wenn wir das tun. Und so sind wir schließlich zusammen durch den Vergnügungspark gegangen. Die beiden scheinen sich gut zu verstehen. Sie scheinen das gleiche Alter zu haben. Vielleicht ist das der Grund. Aber viel wichtiger ist, dass du und Haruka heute alleine sind. Wo ist dein Mann? Oh, das. Eigentlich bin ich nicht verheiratet. Ach, wirklich? Aber Haruka-chan. Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir das nächste Mal, wenn ich die Gelegenheit habe. Aber viel wichtiger ist, dass wir sie im Auge behalten müssen. Ja, das stimmt. Danach hatten wir viel eine schöne Zeit im Vergnügungspark. Kokoro und Haruka schienen sich gut zu verstehen und wurden sehr gute Freunde. Die Situation im Minigishi-Haus bleibt ein Rätsel, aber das ist wahrscheinlich nichts, in das ich mich als Fremder einmischen sollte. Apropos, wie seid ihr beide hierher gekommen? Nachdem wir mit dem Spielen am Vergnügungspark fertig waren, war ich plötzlich neugierig und fragte Minigishi-san. Wir sind mit dem Zug und dem Bus gefahren. Wenn ihr wollt, kann ich euch in die Nachbarschaft mitnehmen. Wir sind hierher gefahren. Hm? Aber unsere Häuser sind vielleicht weit voneinander entfernt und du hast nicht genug Autositze, oder? Eigentlich habe ich schon einen für meine Schwester gekauft, falls sie ein weiteres Kind bekommt. Er ist im Kofferraum meines Autos. Außerdem arbeiten wir im selben Büro. Es ist also nicht so, dass es unangenehm wäre, oder? Aber ich konnte dich das nicht tun lassen. Tja, da kann man wohl nichts machen. Ich beende das Gespräch hier, weil ich sie nicht drängen will. Mami, lass uns mit dem großen Bruder nach Hause gehen! Komm jetzt, Haruka. Lass uns sie, Maiken, nicht stören. Das ist keine Belästigung. Der große Bruder ist nett, also ist es in Ordnung. Sogar Kokoro-chan. Na dann, vielen Dank. Du bist sicher, dass es für dich in Ordnung ist? Ja, natürlich. Außerdem würde es mir helfen, wach zu bleiben, wenn ich mit jemandem reden könnte. Denn ich bin mir sicher, dass Kokoro einschlafen wird. Kokoro wird nicht einschlafen. Ich versuche mein Bestes, um wach zu bleiben. Kokoro sagte das, aber... Fufu, sie schliefen beide ein, sobald sie ins Auto stiegen. Sie sind noch jung. Wahrscheinlich haben sie durch die Aufregung im Vergnügungspark ihre ganze Energie verloren. Da bin ich mir sicher. Warum ist das schlafende Gesicht eines kleinen Kindes so beruhigend? Das liegt daran, dass sie so niedlich sind. Imai-kun, du bist wie ein Elternteil, der seine Kinder gerne verwöhnt. Kokoro ist nicht meine Tochter. Deshalb finde ich, dass dieser Ausdruck nicht gut passt. Aber sie ist eine süße Nichte. Das merke ich schon daran, dass Kokoro dich zu mögen scheint. Außerdem hat Haruka Gefallen an dir gefunden. Ich glaube, mit kleinen Kindern kommt man leicht zurecht. Trotzdem, dass sie dich so sehr mag. Du kannst mich loben, so viel du willst. Von mir bekommst du nichts. Oh je, das ist aber schade. Aber das ist schon in Ordnung. Es ist nicht so, dass ich wirklich etwas wollte. Ich dachte nur, Imai-kun, du bist im Büro genauso wie in deinem Privatleben. Was? Tu nicht so überrascht. Immer wenn du früh fertig bist, hilfst du mir und anderen Schülern bei der Arbeit, vor allem wenn sie Probleme mit etwas haben. Deshalb habe ich gedacht, du wärst nett. Was ist denn hier los? Das passt nicht zu dem Minigishi-san. So etwas hast du noch nie zu mir gesagt. Natürlich nicht, es wäre seltsam, wenn ich so etwas aus heiterem Himmel sagen würde. Aber als wir durch den Vergnügungspark liefen, hatte ich einen Gedanken.
Haruka wäre wahrscheinlich glücklicher, wenn sie einen Vater hätte. Haruka hat sich so aufgeführt, weil sie unbedingt mit ihr zusammen sein wollte. Ich glaube, sie wollte verwöhnt werden und sah Imai-kun als Vaterfigur an. Das hat sie nicht gesagt, also kannst du nur spekulieren, oder? Wenn du mit ihnen zusammenlebst und sie lange genug beobachtest, fängst du an zu verstehen, was sie denken, weißt du? Außerdem habe ich Haruka schon oft gesehen, wie einsam sie zu Hause war. Ist vielleicht doch etwas mit Haruka los? Eigentlich ist Haruka nicht mein Kind. Sie ist die Tochter meiner Schwester. Was? So ist das also. Meine Schwester und mein Schwager sind vor etwa 2 Jahren bei einem Unfall gestorben. Als die Entscheidung anstand, wer Haruka bei sich aufnimmt, habe ich das getan, weil ich als ihre Mutter am besten geeignet war, ihren Platz einzunehmen. Weiß Haruka-chan das? Sie weiß es. Sie war noch sehr jung, aber sie hat gute Erinnerungen an das Leben mit ihren Eltern. Deshalb habe ich ihr die Wahrheit gesagt. Auch nachdem sie die Wahrheit erfahren hat, nennt sie mich immer noch ihre Mutter. Deshalb ziehe ich sie auf, als wäre sie mein eigenes Kind. Ich verstehe. Ich bin sicher, dass es eine schwierige Entscheidung war und der Schmerz, ihrer eigenen Schwester zu verlieren, muss unerträglich gewesen sein. Trotzdem bewundere ich sie dafür, dass sie nach vorne geschaut und Haruka-chan, die sichtlich gelitten hat, zum Lächeln gebracht hat. Ich fand das erstaunlich. Also, zurück zum Thema, oder besser gesagt zu einem etwas anderen Thema. Hast du zurzeit eine Freundin? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Freundin gehabt. Ist das so? Um ehrlich zu sein, ich auch nicht. Was? Auch wenn du so beliebt bist? Beliebt zu sein bedeutet nicht, dass ich einen Freund habe, oder? Du leugnest nicht, dass du beliebt bist, oder? Also, ich habe mich gefragt, ob du mit mir ausgehen möchtest. Oh, du meinst... Aha? Ist das jetzt dein Ernst? Oh mein Gott, ich habe gerade geschrien. In Panik hielt ich mir den Mund mit der Hand zu. Sie schliefen so fest, es wäre schade, wenn sie aufwecken würden. Ich öffnete meinen Mund wieder, nachdem ich mich vergewissert hatte, dass Kokoro und Haruka tief schliefen. Ist das dein Ernst? Ich würde über so etwas nicht scherzen. Machst du es für Haruka? Ich glaube nicht, dass du so weit gehen musst. Es ist nicht nur Haruka zuliebe, es ist auch mein Wunsch. Dank Haruka habe ich das Gefühl, dass ich bereit bin. Was meinst du damit? Es bedeutet, dass ich dich schon lange mag. Was? Tut mir leid, Mädels, ist schon gut, beruhigt euch. Ich habe ein lauteres Geräusch gemacht als vorhin, was sie beide wachgerüttelt hat. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie weinen. Ich suchte schnell einen Platz, um das Auto zu parken, damit ich Kokoro beruhigen konnte. Minegishi-san kümmerte sich um Haruka. Wir kehrten zum Auto zurück. Als sie sich beruhigt hatten und weiter schliefen, ein Kind aufzuziehen ist wirklich schwer. Es tut mir leid, wegen vorhin. Nein, ich war es, der etwas Seltsames gesagt hat. Ich meine, wann hat das alles angefangen? Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht mehr genau. Als ich wieder zur Vernunft kam, fühlte ich mich zu Imai-kun. Ich wurde von deiner Freundlichkeit gegenüber allen angezogen. Bin ich nicht gut? Niemals, wenn überhaupt, dann bin ich überglücklich. Ich habe schon so lange Gefühle für Minegishi-san und jetzt auch noch Harukas Vater zu werden, ist fantastisch. Imai-kun, du bist wirklich süß. Nein, so ist es nicht. Ich bin wirklich glücklich. Dann ist das ein Ja? Ja, natürlich. Bitte kümmere dich gut um mich, Minegishi-san. Ich meine Ai-san. Danke, Koya. So begannen wir uns zu verabreden, mit der Absicht zu heiraten. Was dann geschah, war... Der große Bruder wird mein Papa? Ich bin so glücklich! Als Haruka-chan aufwachte, war sie überglücklich, als sie die Nachricht hörte. Wie Ai-san gesagt hat, hat Haruka-chan in mir ihren Vater gesehen. Von jetzt an werde ich mein Bestes geben, um nicht nur Ai-san, sondern auch Haruka-chan glücklich zu machen. Übrigens, Kokoro-chan, die zugehört hat, schien sehr neidisch zu sein. Kokoro-chan scheint auch mein Kind sein zu wollen. Aber Kokoro-chan hat meine Schwester und die beiden, also konnte ich sie diesmal nicht gewähren lassen. Stattdessen habe ich sie überredet und ihr gesagt, dass sie zu mir kommen kann, wann immer sie will. Und dann, ein Jahr später... Herzlichen Glückwunsch zu eurer Hochzeit, Mami und Papi! Wir setzten unsere Beziehung nahtlos fort und hatten eine Hochzeitszeremonie.
Haruka-chan war sehr glücklich und ich werde weiterhin mein Bestes tun, um meine liebe Frau und mein Kind nicht zu enttäuschen. Ich wachte unter einer mir fremden weißen Decke auf. Wo bin ich? Mein ganzer Körper tat weh, aber nicht so sehr, dass ich nicht mehr aufstehen konnte. Ich war verwirrt, aber da war noch etwas anderes, das mich noch mehr verwirrte. Yuji, ich bin so froh, dass du wach bist. Akane, warum weinst du denn? Weil... Ich verstand die Situation überhaupt nicht. Wir sind zusammen aufgewachsen, aber ich dachte, sie hasst mich. Warum würde sie jetzt weinen? Versuchen wir uns zu erinnern, was passiert ist. Mein Name ist Yuji Hosokawa. Ich bin Schüler im zweiten Jahr der Highschool. Abgesehen davon, dass ich noch nie eine Freundin hatte, bin ich ein Einzelgänger, der Spiele und Anime mag. Was die Leute über mich denken? Willst du auf dem Heimweg noch in der Spielhalle vorbeischauen? Klingt nach Spaß. Lass uns auch ein paar Mädchen einladen. Klingt gut. Wen sollen wir einladen? Was starrst du so, du Nerd? Ungefähr so sieht mein Alltag aus. Mein gesellschaftlicher Status als Nerd ist ein anderer. Sag mal, du bist doch mit Akane Kikuchi aufgewachsen, oder? Du kannst auch kommen, also frag sie, ob sie sich uns anschließt. Ja genau, wir sind doch Freunde, oder? Akane, schon wieder? Akane Kikuchi und ich sind zusammen aufgewachsen und die Leute sagen, sie sei das schönste Mädchen in unserer Klasse. Sie ist super beliebt bei den Jungs. Sie hat eine nette Persönlichkeit, die zu ihrem guten Aussehen passt. Alle Jungs reißen sich um sie. Außer, dass sie mich zu hassen scheint. Tut mir leid, das wird nicht passieren. Was soll das denn heißen? Sicher, wir sind in derselben Nachbarschaft aufgewachsen und haben jeden Tag zusammen gespielt. Versprachen uns als Kinder immer zusammen zu bleiben. Gib ruhig weiter an. Warum tust du uns dann nicht den Gefallen? Aber so sind wir nicht mehr. Akane. Akane? Ich konnte dich vom Flur aus hören. Wie peinlich. Deine Klassenkameraden laden dich ausnahmsweise mal ein, also geh mit ihnen. Die verarschen mich nur, weil ich ein Nerd bin. Das bist du ja auch. Nur weil es wahr ist, heißt das nicht, dass ich es hören will. Außerdem wollen sie wirklich nur, dass du mit ihnen gehst. Aber sie haben gesagt, dass du mit ihnen gehen kannst. Was ist daran falsch? Sei nicht so herablassend. Du würdest eh nicht mitkommen, wenn ich dabei wäre. Ich würde auch kommen. Hä? Das würdest du tun? Versteh mich nicht falsch. Ich habe nur Lust, auch in die Spielhalle zu gehen. Wirklich? Ja, wirklich. Okay, aber ich will nicht, dass so Typen mit dummen Ideen in deiner Nähe sind. Hä? Was soll das denn heißen? Versteh mich nicht falsch. Es ist nur, weil deine Mutter mich gebeten hat, auf dich aufzupassen. Das ist alles, was es ist. Ist das wirklich alles? Ja. Es sieht so aus, als würde sie sich zu uns gesellen. Wenn ich es mir recht überlege, geht ihr zwei schon mal vor. Wir wollen nicht im Weg sein. Was meint ihr damit? Wir sind in der Lage, die Atmosphäre im Raum zu lesen. Sie ging zuerst und sah niedergeschlagen aus. Obwohl, um ehrlich zu sein, ist es stressiger, mit Akane allein zu sein. Was willst du? Nichts. Ich werde nach Hause gehen. Gut, dann geh halt. Okay. Wir sehen uns dann. Ich habe nicht kommentiert, dass sie in meinem Klassenzimmer verblieb, obwohl sie in eine andere Klasse ging. Verdammt nochmal! Das war die perfekte Gelegenheit, um sich mit Yuji zu versöhnen. Wir hätten in die Spielhalle gehen können und auf dem Heimweg alte Geschichten austauschen können und so. Ich bin so ein Idiot! Bei diesem Tempo werde ich nie in der Lage sein, ihm zu sagen, dass ich ihn mag. Warte, wirklich? Boah, was machst du denn noch hier? Ich habe etwas vergessen. Du hast doch nichts gehört, oder? Nur von dem Moment an, als du sagtest, verdammt. Das ist im Grunde alles. Vergiss das, lösch das alles aus deinem Gedächtnis. Wie soll ich das denn machen? Dann werde ich es für dich löschen. Hä? Was hast du vor? Ich erinnere mich jetzt. Ich bin hier, weil du versucht hast, meine Erinnerung zu löschen. Nein, das ist es nicht. Denk noch ein bisschen darüber nach. Okay, lass mich mal sehen. Lass uns weitermachen. Einige Tage, nachdem sie in meinem Klassenzimmer war, kreuzten sich unsere Wege im Treppenhaus. Was war das für ein Geräusch? Du hast vergessen, was an dem Tag passiert ist, oder? Hä? Ja, klar. Das war alles gelogen. Denk nicht mehr daran. Es kam mir nicht in den Sinn, dass niemand wirklich ein Gedächtnis vortäuschen würde, wenn er allein in einem Klassenzimmer sitzt, und ich ging einfach weiter. Ein Junge rannte plötzlich vom oberen Ende der Treppe herunter und stieß mit Akane zusammen. Da sie viel leichter war, verlor sie durch den Aufprall das Gleichgewicht. Und dann... Ah! Akane, pass auf!
Oh nein, wir müssen sofort einen Krankenwagen rufen. Akane, kannst du eine letzte Sache für mich tun? Was ist das? Unter meinem Bett. Bitte werd sie los, ohne dass meine Mutter sie sieht. Sag sowas nicht! Und dann hast du das Bewusstsein verloren. Das ist also passiert. Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht, weißt du? Ich habe eine ernste Frage, Akane. Und die wäre? Es geht um mein Bett. Ich habe alles weggeräumt, so wie du es verlangt hast. Du Monster. Du bist hier das Monster, weil du ein Mädchen, mit dem du aufgewachsen bist, bittest, sie für dich wegzuwerfen. Lebe wohl, meine Jugend. 3 Monate, bis mein rechter Arm geheilt ist, hä? Meine Eltern arbeiten beide im Ausland und zwingen mich zu mehr Unabhängigkeit. Nicht, dass es mir etwas ausmacht, allein zu leben. Ich war gerade dabei, mich einfach zu Hause zu entspannen. Dann läutete es an der Tür. Akane, was machst du hier so früh am Morgen? Naja. Warum bist du denn so zappelig? Du bist verletzt, weißt du? Und jetzt bin ich hier. Oder so ähnlich. Ich brauche keinen Helden. Ich habe nicht All Might zitiert. Wow, du kennst die Anspielung? Wie auch immer, ich bin hier, um zu helfen. Mir geht's gut. Das musst du wirklich nicht. Wieso denn? Es ist doch bestimmt hart, den rechten Arm nicht benutzen zu können, oder nicht? Es ist, was es ist. Machst du dir einen Kopf darüber, weil ich dich aufgefangen habe? Ja, das ist es. Mach dir keine Gedanken darüber. Ich habe nur getan, was ich in dem Moment tun musste. Was meinst du mit, was du tun musstest? Dich zu beschützen. Hä? Ich hab's dir doch schon gesagt. Ich habe deine Mutter versprochen, dass ich dich beschützen werde. Sie hat mir immer geholfen, also erwidere ich den Gefallen einfach. Wie ich schon sagte, mach dir keine Sorgen darüber. Na gut, dann lass mich wenigstens das Frühstück machen. Nun, ich nehme an, wenn es dir nichts ausmacht. Überlass das mir, ich werde mein Bestes geben. Diese sanfte Seite von ihr ist ziemlich süß. Ich war etwas zu voreilig. Was ist das? Das ist ein Spiegelei. Hast du schon mal Kohlenstoff gesehen? Das ist genau das, wonach es aussieht. Du bist so gemein. Ich hab's kapiert. Du versuchst mich damit endgültig auszuschalten, oder? Nein, ich hab das nur ein wenig überkocht. Das ist mehr als nur ein wenig. Es ist durch und durch verbrannt. Ach. Woher kommt überhaupt dein Selbstvertrauen beim Frühstück machen? Ich bin nicht so gut im Kochen wie meine Mutter, okay? Wenn du es nicht essen willst, dann esse ich es eben. Danke für das Essen. Das ging aber schnell. Du hast alles davon gegessen? So schlimm ist es nicht. Du musstest dich nicht zwingen, es zu essen. Du hast so hart gearbeitet, um es zu machen. Es wäre sonst eine Verschwendung gewesen. Komm mir nicht mit sowas, Idiot! Danach hellte sich Akanes Stimmung ein wenig auf. Danach half Akane weiter beim Kochen. Nach dem überbratenen Ei hat sie mit ihrer Mutter fleißig geübt zu kochen. Wow, dieses Mal ist es gelb. Warte mal, warum freust du dich so über die Farbe? Komm schon, sag ah. Das musst du nicht tun. Sei nicht so schüchtern, iss es einfach. Es geht nicht darum, schüchtern zu sein. Vielleicht verliebe ich mich so in dich. Verlieben? Wir haben es hier mit einem Frauenheld zu tun. Wenn das alles ist, was es braucht, damit du dich verliebst, bist du viel zu leicht zu umgarnen. Denkst du? Wie wär's, wenn du das mal bei den Jungs in der Schule ausprobierst? Ich wette, jeder einzelne von ihnen würde sich in dich verlieben. Ich würde das nie für sie tun. Ich tue das nur für dich und nur für dich. Jetzt hör auf zu quatschen, mach den Mund auf. Es ist unfair, wie süß sie ist, wenn sie so abweisend reagiert. Ich werde dir helfen, dich zu baden und auch die Toilette zu benutzen. Das musst du wirklich nicht tun. Es wird schon gut gehen. Das ist eine gute Pflegeübung für mich. Hast du vor, das zu tun, bis wir alt sind? Wie auch immer, ich glaube, das ist zu viel des Guten. Und in der Schule hat Akane fast jeden Tag während der Pausen in mein Klassenzimmer geschaut. Hey Yuji, sie ist heute wieder da. Geh schon und red mit ihr. Es ist schwer mitzuschreiben, oder? Hier. Sind das deine Notizen? Es sieht so aus, als ob meine Klasse mit dem Stoff voraus ist. Nimm sie. Ach so, verstehe. Danke. Oh, und noch eine Sache. Ich habe Essen für dich gemacht. Aber mach dir keine Sorgen. Mama hat mir geholfen, also sollte es gut schmecken. Danke, Akane. Wir sehen uns dann nach der Schule. Geht ihr zwei wirklich nicht miteinander? Hä? Du musst wirklich in sie verliebt sein, oder? Vielleicht. Ich meine, sie kann eigensinnig sein, aber sie ist ein wirklich guter Mensch.
Ich denke, sie sollte mit jemandem zusammen sein, der cooler ist. Nicht mit einem Nerd wie mir. Alter, ist das dein Ernst? Diese Art von Zeug spielt keine Rolle. Du wurdest verletzt, als du versucht hast, sie zu beschützen, richtig? Du bist cool genug. Du bist absolut cool genug. Warum seid ihr Jungs überhaupt so ermutigend? Weil wir die Atmosphäre lesen können. In diesem Sinne, ist es nur, weil du kein Vertrauen in dich selbst hast, dass du dich von ihr fernhältst? Du warst dir so sicher, dass sie dich hasst? Warum? Nun, während der Mittelschule ist viel passiert. Es ist 3 Monate her, dass Akane angefangen hat, sich um mich zu kümmern. So gut wie neu! Ich kann wieder Spiele spielen! Mein Backlog ist inzwischen riesig. Ach ja, richtig. Ich schätze, Akane wird nicht mehr kommen, jetzt wo es mir besser geht. Nun, sie hat schon mehr als genug getan. Es gibt keinen Grund, sie länger hier zu behalten, als sie muss. Hä? Eine Lieferung? Es war Akane an der Tür. Hi. Hey. Wie geht es deinem Arm? Es ist jetzt alles gut, also... Verstehe. Dann fange ich mal an, das Abendessen zu machen. Hey! Ich war überrascht. Mein Arm war geheilt, aber sie wollte immer noch kochen. Warum sollte sie... Nein, ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Es ist ein schlechter Zeitpunkt zu fragen. Aber du hast mich doch, oder? Naja. Warum machst du dann das alles für mich? Ich habe dich nie wirklich gehasst. Und ich habe eine Menge von beiden Klassenkameraden gehört. Du hast ihnen erzählt, was in der Mittelschule passiert ist, richtig? Diese beiden. Ich wünschte, du hättest mir gesagt, dass das alles ein Missverständnis war. Ich wollte dich nicht in Schwierigkeiten bringen. In der Mittelschule haben mich einige meiner Klassenkameraden gehänselt. Bist du mit Akane zusammen? Nein, sind wir nicht. Warum? Aber ihr wart zusammen in der Grundschule, oder? Ja, und wir wohnen in der gleichen Gegend. Kannst du dir die Gerüchte vorstellen, wenn sie mit einem Streber wie dir zusammen ist? Oder ist sie auch ein Nerd? Das hat doch gar nichts miteinander zu tun. Ich dachte, dass sie Ärger bekommen würde, wenn ich mit ihr zusammen bin. Also hielt ich es für besser, mich zu distanzieren. Yuji, lass uns nach Hause gehen. Sie ist nur eine Freundin aus meiner Kindheit. Ich mag sie nicht oder so. Hinter dir? Hä? Akane, hast du... Oh. Nicht meine Schuld. Danach stand eine Mauer zwischen mir und Akane. Was du an diesem Tag gesagt hast, hat mich wirklich verletzt. Ich mochte dich wirklich und ich dachte, wir würden immer zusammen sein. Aber es ist wirklich meine Schuld. Du hast das nur gesagt, um mich zu beschützen, und das hätte ich erkennen müssen, wenn ich mehr darüber nachgedacht hätte. Es tut mir leid, dass ich dir nicht mehr vertraut habe. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Es ist meine Schuld. Ich habe etwas gesagt, das ich nicht so gemeint habe, und ich habe dich deswegen verletzt. Nach 3 Jahren haben wir endlich reinen Tisch gemacht. Ich will bei dir bleiben. Und nicht nur so, wie es bis jetzt war. Das will ich überhaupt nicht. Ich will, dass wir gemeinsam weitermachen. Akane, ich glaube, ich kann es dir jetzt wirklich sagen. Etwas, das ich dir damals in der Mittelstufe nicht sagen konnte. Wir kennen uns schon sehr lange und du bist süß. Und wunderbar. Ich mag dich und ich möchte mit dir gehen. Ich will dich nicht an jemand anderen verlieren. Yuji! Das will ich auch. Lass uns für immer zusammenbleiben. Wir haben keinen komischen Trigger aktiviert, oder? Hä? Was für ein Trigger? Egal. Wenn es einen geben sollte, mache ich ihn einfach kaputt. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Also geht ihr nun endlich miteinander. Ja, tut mir leid, dass ich euch so damit genervt habe. Alles gut. Schließlich wissen wir, wie man die Atmosphäre liest. Ja, genau. Danke, Leute. Ich werde jetzt mit Akane nach Hause gehen. Schönen Tag noch. Lebt glücklich bis ans Ende eurer Tage. Oh ja, ich muss euch noch einander vorstellen. Hallo, ich bin Yuki. Ich bin Kaori, freut mich, euch kennenzulernen. Hä? Akane meinte, sie suchen nach einem Freund. Wir sehen uns morgen. Danke, dass du ihnen deine Freundinnen vorgestellt hast. Kein Problem, sie sind ja schließlich zu mir gekommen, weil sie sich Sorgen um dich gemacht haben. Und sie waren beeindruckt davon, dass die beiden sich solche Sorgen um dich gemacht haben. Wenn man bedenkt, dass sie mich zuerst wie einen Nerd behandelt haben. Aber das bist du ja auch. Wie auch immer, ich komme heute wieder vorbei. Ich habe dir gesagt, dass du es nicht mehr musst.
Das ist aber schade. Ich wollte dir etwas zum Ersatz dafür geben, was ich letztens unter deinem Bett weggeworfen habe. Du meinst, willkommen zurück, meine Jugend. Ich habe alle Teile markiert, die du reparieren sollst. Ich danke dir. Ich, Haruta Amachi, arbeite in einem Verlagshaus. Vielleicht liegt es daran, dass es erst mein zweites Jahr hier ist, aber ich bekomme jeden Tag Ärger. Oh, sie hat sogar für die kleinsten Details Korrekturhinweise geschrieben. Igitt, sieh dir die ganzen Notizen an. Ja, es sieht so aus, als ob ich bei den detaillierten Abschnitten nicht so gut gewesen bin. Nein, ich glaube, Kuroda ist einfach zu detailorientiert. Ich habe mir die Unterlagen auch angesehen, aber ich dachte nicht, dass es so viel zu korrigieren gibt. Ja, da könntest du recht haben. Aber ich denke, es ist gut, dass sie jetzt hart zu mir ist. Ich bin immer noch ein Neuling. Wenn du so denkst, dann hast du wohl recht. Viel Glück. Dankeschön. Und ihr seid ein gutes Team. Sie hilft mir immer. Ich konnte noch nie etwas für sie tun. Ich weiß nicht, ob Kuroda nur hart zu dir ist. Ja, da hast du recht. Rina Kuroda, sie ist 2 Jahre älter als ich und ist gut in ihrem Job. Ich schaue wirklich zu ihr auf. Sie ist nur hart zu mir. Hasst sie mich? Nein, ich bin wahrscheinlich nur schlechter in meinem Job als alle anderen, deshalb muss sie hart zu mir sein. Ich muss hart arbeiten, damit sie mich anerkennt. Ich habe beschlossen, mich zu konzentrieren, damit Kuroda mich anerkennt. Aber 2 Tage später... Warum tue ich das? Warum beschwerst du dich? Du hast den ganzen Tag frei und dir war langweilig. Ich habe für ein Zertifikat gelernt, das für meinen Job nützlich sein wird. Wow, du bist wirklich motiviert. Das ist Miki Amachi. Sie ist meine ältere Schwester und ist sehr freigeistig. Sie rief mich plötzlich an meinem freien Tag an und sagte mir, ich solle sie in 1 Stunde abholen. Nun ja, dabei wollte ich nicht, dass du mich störst. Was hätte ich denn tun sollen? Ich wollte meinen Mann bitten, mich zu meiner Schwangerschaftsuntersuchung zu fahren, aber er hat sich erkältet. Hast du mich deshalb angerufen? Ich kann mich jetzt nicht beschweren. Nächstes Mal wäre es mir aber lieber, du würdest mir sagen, warum du mich bittest, dich abzuholen. Okay, mach ich. Sei vorsichtig, hier ist der Abhang. Hey, ich wusste nicht, dass du so ein Gentleman bist. Bist du immer so mit deiner Freundin? Ich habe dir gesagt, dass ich keine Freundin habe. Tut mir leid, das war unsensibel von mir. Bitte entschuldige dich nicht dafür, das macht mich so traurig und einsam. Und ich bin nicht für dich nett. Ich tue es für meine Nichte in deinem Bauch. Okay, danke. Ich rufe dich an, wenn ich fertig bin. Okay, ich werde hier etwas Zeit totschlagen. Ist das Amichi? Und ist die Frau neben ihm nicht schwanger? Amachi war also verheiratet. Er trug keinen Ehering, also dachte ich, er sei nicht verheiratet. Ich habe ihn so lange gemocht. Aber jetzt ist alles vorbei, bevor es überhaupt angefangen hat. Am nächsten Tag. Guten Morgen. Oh, guten Morgen. Ich habe das Gefühl, sie ist ein wenig niedergeschlagen. Und ich habe das Gefühl, dass etwas anderes nicht stimmt. Hey, Senpai, was hast du da an? Was ich anhabe? Ich trage nur das, was ich normalerweise trage. Ja, dein Oberteil ist dasselbe, aber du trägst eine Jogginghose. Oh, du hast recht. Du hast heute keine Kunden, oder? Wenn du heute nur im Büro arbeitest, denke ich nicht, dass deine Kleidung ein Problem sein wird. Ja, okay. Ich schätze auch, der perfekte Senpai hat mal einen schlechten Tag. Aber Senpais Flaute war noch nicht vorbei. Senpai, brauchen wir diese Dokumente nicht für die Präsentation heute Abend? Richtig, ich habe die falschen Dokumente geschreddert. Senpai, geht es dir gut? Fühlst du dich nicht gut oder so? Nein, mir geht's gut. Aber du trinkst heißes Wasser, das machst du sonst nie. Du trinkst immer Kakao. Oh, ich habe mir gedacht, dass dieser Kakao nicht richtig schmeckt. Ich habe wohl vergessen, das Kakaopulver reinzutun. Ich wusste es. Irgendetwas stimmt offensichtlich nicht. Aber sie sagt, es geht dir gut. Vielleicht ist etwas in ihrem Privatleben passiert. Senpai, möchtest du dir etwas zu essen holen? Hm? Das ist das erste Mal, dass du mich einlädst. Oh, ich denke schon. Ich mache mir Sorgen, irgendetwas stimmt offensichtlich nicht. Ich weiß nicht, ob es dir helfen kann, aber ich muss es versuchen. Das hätte mich glücklich gemacht, wenn du mich früher gefragt hättest. Oh, Entschuldigung. Was hast du gerade gesagt? Nichts. Ich will nicht, dass jemand denkt, wir hätten eine Affäre. Also nein, ich gehe jetzt nach Hause. Oh, okay. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Eine Affäre? Oh, ich schätze, Senpai hat einen Freund. Sie ist so hübsch und fleißig, dass sie auf keinen Fall Single sein kann.
Ich habe sie nur eingeladen, um sie aufzuheitern, aber jetzt weiß ich etwas, was ich nicht wollte. Selbst wenn sie Single wäre, würde sie auf keinen Fall mit einem Typen wie mir ausgehen. Ich sollte mich darüber nicht so aufregen. Jetzt fühle ich mich mies. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Ich kann das einfach morgen beenden. Wow, es regnet in Strömen. Ich habe einen Regenschirm, aber bei so viel Regen werde ich trotzdem nass. Aber ich denke, ein bisschen nass werden ist in Ordnung. Hä? Warum geht diese Person bei diesem Regen ohne Schirm? Hä? Senpai? Warum hast du keinen Regenschirm? Oh, Amachi. Ich habe heute keinen mitgebracht. Mach dir keine Gedanken darüber. Natürlich werde ich mir Sorgen machen. Wenn du keinen Regenschirm hast, könntest du zum Bahnhof laufen oder so. Du bist klatschnass, du wirst dich erkälten. Mir ist es egal, ob ich nass werde. Ich habe sowieso niemanden in meinem Leben, der sich Sorgen macht, wenn ich nass werde. Ja, hast du nicht einen Freund? Er wird sich Sorgen machen. Freund? Ich habe keinen Freund. Was? Warum hat sie dann heute Morgen von einer Affäre gesprochen? Tut mir leid, ich habe wohl einen Fehler gemacht. Aber ich wohne ganz in der Nähe, also komm bitte zu mir nach Hause. Ich kann dir ein Handtuch und einen Regenschirm leihen. Nein, das möchte ich nicht tun. Ach so, ja, tut mir leid. Ein Regenschirm wäre vielleicht in Ordnung, aber mein Handtuch willst du natürlich nicht benutzen. Nein, ich will. Was hast du gerade gesagt? Nichts. Und versuch nicht, mir noch mehr Gefallen zu tun. Ich gehe auf keinen Fall in das Haus eines verheirateten Mannes. Warte, verheiratet? Stimmt, du bist verheiratet und deine Frau ist schwanger, oder? Aber du versuchst, zu einer alleinstehenden älteren Frau nett zu sein. Du bist furchtbar. Nein, ich bin nicht verheiratet. Und ich habe natürlich auch keine Kinder. Aber du warst mit einer schwangeren Frau im Krankenhaus. Ach das war meine ältere Schwester. Deine ältere Schwester? Ja, der Mann meiner Schwester war mit der Arbeit beschäftigt, also habe ich sie in meinem Auto ins Krankenhaus gebracht. Wirklich? Das war ein riesiges Missverständnis. Senpai, dein Gesicht ist ganz rot. Vielleicht hast du dir schon eine Erkältung eingefangen. Mir geht's gut, mach dir keine Sorgen. Wie ich gerade sagte, natürlich mache ich mir Sorgen. Ich werde dir ein Handtuch leihen, also komm bitte zu mir nach Hause. Okay, danke schön. Na gut, dann beeilen wir uns. Hier ist mein Regenschirm. Klein, aber du kommst auch unter ihn. Es ist wie ein Ayaigasa. Es ist wie ein Ayaigasa. Warte, habe ich das gerade laut gesagt? Nein, ich habe nur gesagt, was ich denke. Aber hast du dasselbe gedacht? Nein, es ist kalt. Lass uns gehen. Senpai ist auch süß, wenn sie sich schämt. Senpai, ich habe einen Trockner, aber es wird eine Weile dauern, bis deine Sachen trocknen. Also kannst du zuerst duschen. Nein, das ist zu viel. Das ist schon okay. Mach dir keine Gedanken darüber. Ich hole ein paar andere Klamotten für dich, während deine trocknen. Oh, okay, danke. Und Senpai kam in etwa 30 Minuten aus dem Bad zurück. Danke für die Klamotten und die Dusche. Klar, warte, warum stehst du vor der Tür? Ich habe kein Make-up aufgelegt. Natürlich nicht, du hast ja geduscht. Ja, aber ich bin auch anders gekleidet als sonst. Komm schon, das stört mich nicht. Okay, dann komme ich jetzt rein, aber lach mich nicht aus. Sie sieht so süß aus. Sag etwas! Entschuldige, du warst so süß, ich war überwältigt. Ich habe es nicht bemerkt, als ich ihr die Kleidung gegeben habe, aber es ist wie ein Karehatsu. Was meinst du mit süß? Ich bin älter als du. Entschuldige, ich habe aus Versehen gesagt, was ich wirklich denke. Was du wirklich gedacht hast? Ja, du bist wirklich süß. Bitte sei nicht so direkt zu mir. Aber du hast mir gesagt, ich soll etwas sagen. Tut mir leid, das war mein Fehler. Sag einfach gar nichts mehr. Okay. Wir sind eine Weile still geworden. Ich weiß, dass du nicht verheiratet bist, aber gehe ich recht in der Annahme, dass du auch nicht mit jemandem zusammen bist? Ja, das bin ich nicht. Okay, was für ein Mädchen ist dein Typ? Jemand, der normalerweise hübsch und reif ist, aber manchmal unvorsichtig und süß ist. Ich verstehe. Ich frage sie quasi nach einem Date. Ich frage mich, ob sie das verstanden hat. Ich glaube nicht, dass es viele Mädchen wie sie gibt. Oh, sie hat es nicht verstanden. Da hast du recht. Ich habe außer ihr noch niemanden getroffen, der so ist. Was, du kennst also schon jemanden, der so ist? Ja. Sie steht direkt vor mir. Arbeitet sie in unserer Firma? Ja. Was, wer ist es? Vielleicht sage ich es ihr einfach, dass sie es ist und frage sie wirklich aus. Senpai, eigentlich...
Wenn ich herausfinde, wer es ist, könnte ich ausflippen, also lass mich das zuerst sagen. Ich war wirklich verärgert, als ich dachte, du wärst verheiratet und hättest ein Kind. Deshalb hast du dich so komisch verhalten. Ja, denn wenn du schon verheiratet wärst und ein Kind hättest, hätte ich keine andere Wahl, als aufzugeben. Hä? Sag nicht, hä? Ich mag dich, seit du in der Firma bist. Du scheinst das genaue Gegenteil von mir zu sein, aber wenn du dich nicht mit ihr triffst, habe ich immer noch eine Chance bei dir, oder? Warte, bitte warte eine Sekunde. Du hast mich also nicht? Warte, wie und warum hast du gedacht, dass ich dich hasse? Bei der Arbeit bist du immer nur hart zu mir. Aber nur, weil ich in deiner Nähe nervös war oder so. Du achtest immer darauf, dass du denselben Fehler nicht zweimal machst, oder? Ja, das versuche ich immer zu tun. Du siehst dabei immer so süß aus, dass ich einfach nicht anders kann, als hart zu dir zu sein. Jedenfalls werde ich ab jetzt versuchen, dich dazu zu bringen, mich zu mögen. Also mach dich lieber auf was gefasst. Aber die Person, die ich mag, bist du, Senpai. Was? Aber ich bin ganz anders als dein Typ. Nein, der Typ, von dem ich dir gerade erzählt habe, passt genau auf deine Beschreibung. Aber ich glaube nicht, dass ich süß bin. Sieh dich doch einfach mal an. Du bist super süß. Warte, sag nicht, dass ich süß bin. Ich bin es nicht gewohnt. Gut, dann sag ich es eben manchmal. Aber ich mochte dich schon immer, weil du hart arbeitest und ein cooler Senpai bist. Aber jetzt, wo ich deine süße Seite kennengelernt habe, mag ich dich noch mehr. Wenn du mit einem Typen wie mir einverstanden bist, dann gehe bitte mit mir aus. Ja, bitte sei mein Freund. Das ist ein bisschen peinlich. Ja. Senpai, du darfst bei der Arbeit nicht so ein Gesicht machen, okay? Sonst bist du noch beliebter. Keine Sorge, ich werde diese Grimasse nur mit dir machen. Dann ist das ja gut. Aber ich habe das Gefühl, dass ich derjenige bin, der aus Versehen unser Geheimnis auf der Arbeit ausplaudern wird. Ich muss vorsichtig sein und darf mir nichts anmerken lassen. Hey, wenn wir ausgehen, nenn mich bitte bei meinem Namen, wenn wir zusammen sind. Nicht Senpai. Aber wenn ich dich auf der Arbeit versehentlich mit deinem Namen anspreche, wäre das schlecht. Es ist wahrscheinlich besser, wenn ich dich weiterhin Senpai nenne. Nein, nenn mich Rino. Rino-Senpai. Lass das Senpai weg! Okay, Rino. Ja, so ist es viel besser. Also nenn mich zu Hause so. Okay, Haruta? Ja, das werde ich, Rino. Ich bin sicher, dass ich von nun an eine tolle Zeit mit dem hart arbeitenden, aber heimlich süßen Rino haben werde. 3 Monate später. Es ist eine Weile her, seit ich mit Rino zusammen bin. Aber ich muss immer noch vorsichtig sein. Hey, wo sind meine Essstäbchen? Hat Rino vergessen, meine Essstäbchen einzupacken? In der Küche sind noch welche. Ich werde welche holen. Tut mir leid, Haruta. Ich hatte deine Stäbchen. Oh. Was? Ihr zwei seid zusammen? Und ihr wohnt schon zusammen? Nein, Rino hat gestern Nacht bei mir übernachtet, also hat sie mir Mittagessen gemacht. Und alle haben herausgefunden, dass wir zusammen sind. Und die Leute haben mich bis ins kleinste Detail gefragt, wie ich Rino dazu gebracht habe, mit mir auszugehen. Ein paar Monate später hatten Rino und ich denselben Nachnamen. Ich gehe nach Hause. Okay, gute Arbeit heute. Ich schätze, ich sollte auch bald nach Hause gehen. Mein Name ist Ryoji Yoshikawa und ich bin ein Büroangestellter in meinen 30ern. Ich habe der Arbeit immer Priorität eingeräumt, also läuft die Arbeit gut, aber mein Privatleben eher nicht so sehr. Ich bin 37 und bin noch unverheiratet und ich habe noch nicht mal eine Freundin. Es ist nicht so, dass ich nicht heiraten will, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Rest meines Lebens als Single verbringen werde. Hey Yoshikawa, kann ich kurz mit dir reden? Klar, was gibt es noch zu tun? Nein, es geht nicht um die Arbeit. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Es ist selten, dass mich meine Fortgesetzte um einen Gefallen bittet, der nichts mit der Arbeit zu tun hat. Was für einen Gefallen? Es ist unangenehm, hier darüber zu reden. Also lass uns in einen Kaffee gehen. Ich bin auch fertig mit der Arbeit. Okay. So gingen wir ins nahegelegene Café. Worüber wollen Sie mit mir reden? Ich werde nichts von Ihnen kaufen oder so. Keine Sorge, es ist nichts dergleichen. Aber es könnte für dich lästiger sein, als irgendwas von mir zu kaufen. Wirklich? Dann will ich es nicht hören. Komm schon, sag sowas nicht. Du bist nicht verheiratet, oder? Hast du eine Freundin? Nein, aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich das nicht fragen würden. Dann ist das gut. Das heißt, du suchst nach einer Freundin, richtig? Ja, ich denke schon, aber ich habe es aufgegeben. Gut, willst du auf ein Date gehen? Was? Mit Ihnen?
Nein, mein Herz wird für immer meinem verstorbenen Mann gehören. Ich habe gehört, als ich gerade in die Firma kam, dass jemand krank geworden und verstorben war. Mit wem dann? Meiner Tochter. Was? Nein, ich kann unmöglich mit ihrer Tochter ausgehen. Ist sie nicht noch minderjährig? Nein, sie ist 20 geworden, also musst du dir darüber keine Sorgen machen. Nein, aber ich bin immer noch 17 Jahre älter als sie. Und ich glaube, wir beide sind uns altermäßig näher als ihre Tochter und ich. Da hast du wohl recht, denn ich werde dieses Jahr 50. Aber meine Tochter mag ältere Männer, also wird das schon klappen. Oh, aber ich muss trotzdem passen. Und warum? Seit ich jung war, habe ich mich nur auf die Arbeit konzentriert, deshalb bin ich nicht wirklich gut im Umgang mit Frauen. Meine letzte Freundin hat mich verlassen, weil ich der Arbeit den Vorrang vor ihr gegeben habe. Es ist unmöglich, dass ein Typ wie ich mit ihrer kostbaren Tochter ausgeht. Mach dir keine Sorgen, ich bin ein guter Menschenkenner. Und ich glaube, meine Tochter würde mit einem Mann wie dir gut auskommen. Also bitte, willst du nicht zumindest auf ein Date mit ihr gehen? Es ist schwer, Nein zu sagen, da ich ihr so viel schulde. Okay, ich werde mit ihr auf ein Date gehen. Ich konnte nicht Nein sagen und es wurde beschlossen, dass ich mit der Tochter meines Fortgesetzten ausgehen würde, eine Woche später. Es ist so viele Jahre her, dass ich ein Date hatte. Ich habe die Verabredung zwar geplant, aber ich weiß nicht, ob eine so junge Frau das genießen wird. Aber es ist zu spät, sich darüber Gedanken zu machen. Ich werde mich wohl besser auf den Weg machen. Und so machte ich mich rechtzeitig auf den Weg zu unserem Treffen. Es ist gut, dass ich früher hier bin, aber vielleicht waren 20 Minuten zu früh? Aber ich denke, es ist besser, als sie warten zu lassen. Warte, ist das Mädchen vielleicht? Sie sieht der Managerin sehr ähnlich, das muss sie sein. Sind Sie Nakazono? Ja. Ich bin Ryuichi Yoshikawa. Ich bin Kanami Nakazono. Ich habe das Gefühl, dass sie mir gegenüber misstrauisch ist. Aber ich schätze, das ist zu erwarten, wenn sie zum ersten Mal einen älteren Mann trifft. Gibt es einen Ort, an den du gehen möchtest? Nicht besonders. Gut, willst du dann einen Film sehen? Oh, okay. Lass uns gehen. Ich bin froh, dass sie ja zu dem Film gesagt hat. Vor dem Film können wir darüber reden, welche Filme wir mögen. Und nach dem Film können wir darüber reden, wie wir den Film fanden, sodass wir genug zum Reden haben sollten. Welche Art von Film magst du? Ich sehe mir eigentlich keine Filme an. Ach, wirklich? Und das Gespräch ist vorbei. Dann lass uns woanders hingehen. Nein, Kino ist gut. Ich will das sehen, was du willst. Na dann, willst du diesen Film gucken? Ich habe viele Trailer dafür gesehen. Okay. Ich gehe Popcorn kaufen. Was möchtest du trinken? Schon gut, ich kaufe es mit dir zusammen. Okay, dann lass uns gehen. Und wir schauten uns den Film an. Ich wollte ihre Eintrittskarte und das Popcorn bezahlen, aber sie ließ mich nicht. Das war ein guter Film. Ja, er war ziemlich gut. Warte, war ich wirklich so schlecht im Konversation führen? Wohin willst du als nächstes gehen? Mir ist es egal, wohin. Selbst wenn wir zum Karaoke gehen, wird sie keines der Lieder kennen, die ich kenne. Und ich werde nicht die kennen, die sie kennt. Dann lass uns etwas essen gehen. Gibt es etwas, was du essen möchtest? Ich mag alles, also bin ich mit allem zufrieden. Wie wäre es dann mit Chinesisch? Es gibt hier in der Nähe einen Chinesen, zu dem ich manchmal gehe. Aber vielleicht würde eine Studentin wie sie Pasta dem Chinesen vorziehen. Klingt gut, lass uns da hingehen. Okay. Wir gingen in das chinesische Restaurant und sprachen über den Film und andere Dinge, die wir gesehen hatten. Aber unsere Unterhaltung kam nicht in Schwung. Alles klar, dann lass uns nach Hause gehen. Okay. Ich gehe dann mal. Nakazono schien die ganze Zeit gelangweilt zu sein. Am nächsten Tag... Yoshikawa, willst du was essen gehen? Ja, lassen Sie uns essen gehen. Oh nein, ich wette, sie wird mich ausschimpfen, weil ich ihre Tochter auf ein schreckliches Date mitgenommen habe. Es tut mir leid, dass das Date nicht gut gelaufen ist. Hm? Sie haben mich doch zum Mittagessen eingeladen, um mich wegen des schrecklichen Dates zu schelten, oder? Oh, ich habe dich zum Mittagessen eingeladen, um dich nach dem Date zu fragen. Ist es etwa nicht gut gelaufen? Ja, es war schlimm. Ihre Tochter schien sich die ganze Zeit zu langweilen. Ach, wirklich? War Ihre Tochter wütend? Nein, nicht im geringsten. Was, wirklich?
Das ist gut. Sag mal, gehst du noch einmal mit ihr aus? Was, schon wieder? Das letzte Mal habe ich versagt. Dieses Mal muss es ein Erfolg werden. Gut, ich werde dafür sorgen, dass es dieses Mal ein tolles Date wird. War es letztes Mal wirklich so eine Katastrophe? Würden Sie mir bitte die Lieblingsorte und Sachen Ihrer Tochter verraten? Sie mag Tiere. Wir haben eine Katze zu Hause. Tiere, verstehe. Hat sie irgendwelche Lieblingsspeisen? Sie mag so ziemlich alles. Aber sie mag eher entspannte Restaurants als ausgefallene. Entspannt, das ist schwer. Ich glaube, es wird ihr gefallen, dorthin zu gehen, wo du hingehen willst. Danke, ich werde mein Bestes geben. Wenn wir schon zusammen irgendwo hingehen, dann soll sie sich auch amüsieren. Und so habe ich bis zu unserem Date hart an einem Plan gearbeitet. Danke fürs Warten, du bist heute auch früh dran. Ja, ich mag es nicht, zu spät zu kommen, also... Ach so, gut, dann werde ich das nächste Mal früher da sein. Du bist 20 Minuten zu früh hier. Ich denke, das ist definitiv früh genug. Wohin sollen wir heute gehen? Ich war noch nie dort, aber wie wäre es mit einem Katzencafé? Klingt gut. Hey, dieses Mal hat sie nicht nur okay gesagt. Ich schätze sie mal Katzen wirklich. Wir waren in einem Katzencafé. Schau, Yoshikawa, es gibt so viele Katzen. Wow, das sind ganz schön viele. Ich bin zum ersten Mal in einem Katzencafé, aber es macht Spaß, all die verschiedenen Arten von Katzen zu sehen. Nakazono sieht so süß aus, wenn sie mit den Katzen spielt. Niedlich. Hm? Oh, ich sagte, diese Katze ist süß. Ja, genau. Willst du sie mal halten? Nein, ich weiß nicht, wie man sie hält. Ich werde es dir beibringen. Nakazono hat mir gezeigt, wie man die Katze hält. Wow, sie ist ziemlich ruhig. Ja, manchmal kratzen Katzen, aber diese hier ist sehr ruhig. Wir bleiben ganze 2 Stunden im Katzencafé. Danach gingen wir in ein Restaurant mit gegrilltem Hähnchen, das so lange Hähnchen servierte, bis man sagte, dass man nicht mehr wolle. Das Date verlief nach Plan. Ich habe das Gefühl, dass sie das Katzencafé genossen hat, aber ich frage mich, was sie vom Rest des Dates hält. Ich fühle mich nicht sicher, also fühle ich mich nicht wohl dabei, sie direkt zu fragen, ob es ihr gefallen hat. Okay, lass uns nach Hause gehen. Was ist? Ich möchte noch ein bisschen länger mit dir zusammen sein. Oh, dann lass uns woanders hingehen. Wenn es dir recht ist, kannst du zu mir kommen. Es ist nicht weit von hier. Oh, aber ist deine Mutter nicht zu Hause? Ja, aber wir können auch einfach in mein Zimmer gehen. Okay. Das ist das erste Mal, dass sie die Führung übernimmt. Okay, ich sage nur meiner Mutter Bescheid. Und so gingen wir zu Nakazonos Haus. Zu meinem Zimmer geht es da lang. Oh, muss ich nicht erst deine Mutter begrüßen? Mach dir keine Sorgen, ich habe sie gebeten, nicht aus ihrem Zimmer zu kommen. Ist das wirklich in Ordnung? Nun, ich denke, ich werde ihr einfach auf der Arbeit sagen, dass ich bei ihr war. Ich habe nichts anderes erwartet, aber das ist ein sehr feminines Zimmer. Es ist das komplette Gegenteil von meinem traurigen Zimmer. Es ist peinlich, also sieh dich nicht so viel um. Oh, Entschuldigung. Ich meine, es ist in Ordnung, aber... Oh nein, es ist wieder so still. Warum hast du mich zu dir nach Hause eingeladen? Ich dachte, wenn wir zu Hause sind, kann ich mit dir reden, ohne nervös zu sein. Was? Du warst nervös? Ja. Im Katzencafé fühlte ich mich mit all den Katzen ruhiger, sodass ich reden konnte. Aber ich war immer noch ganz nervös. Ach so. Ich dachte, dir wäre es langweilig, mit einem alten Mann wie mir zu reden. Nein, das ist es überhaupt nicht. Es war, als würde ich mit meinem Vater reden. Es war wirklich lustig. Warte, dein Vater? Ja, ich glaube, meine Mutter hat es dir erzählt, aber ich habe meinen Vater verloren, als ich noch sehr jung war. Ja, das ist schon eine Weile her, aber ich habe da schon in der gleichen Firma wie deiner Mutter gearbeitet, also erinnere ich mich. Ja, ich war ungefähr 5, als er starb, also erinnere ich mich nicht an viel, aber meine Mutter sagte, ich war ein richtiges Papamädchen. Nachdem er gestorben war, hat meine Mutter als alleinerziehende Mutter sehr hart gearbeitet, aber ich war trotzdem traurig, weil mein Vater nicht da war. Ich verstehe. Ich habe meinen Vater auch früh verloren, also verstehe ich, wie du fühlst. Ja, und weil ich einsam war, weil ich meinen Vater nicht um mich hatte, fing ich an, ältere Männer zu mögen.
Deine Mutter hat mir erzählt, dass du ältere Männer magst, aber ich wusste nicht, dass das der Grund ist. Ja, also, du bist genau mein Typ. Und du bist nett und ein echter Gentleman. Oh, ich schätze, ich war doch in der Lage, richtig mit dir umzugehen. Aber auch wenn du immer wieder versucht hast, mit mir zu reden, war ich zu nervös, um ein anständiges Gespräch zu führen. Mach dir darüber keine Sorgen, ich war auch nervös. Was? Du warst auch nervös? Ja, ich bin nicht wirklich gut in solchen Dingen. Es mag dich enttäuschen, aber ich war wirklich bemüht, dich zu beeindrucken. Verstehe. Aber wie könntest du mich enttäuschen? Du hast all diese Pläne für mich gemacht. Es hat mich wirklich glücklich gemacht. Das ist gut. Und wenn du dich wirklich so gefühlt hast, dann fühle ich mich besser. Ja, ich hatte eine Menge Spaß. Willst du dich nicht noch einmal mit mir verabreden? Natürlich, das würde ich gerne. Warum planen wir nicht unser nächstes Date zusammen? Okay. Dieses Mal sollten wir ein Date nicht für mich, sondern für uns beide planen. Klingt gut. Ich war anfangs nervös, weil sie jünger ist als ich. Aber ich glaube, wir könnten gut miteinander auskommen. Und wenn du mich Nakasono nennst, ist das dasselbe wie meine Mutter. Also kannst du mich bitte mit meinem Namen anreden? Naja, aber ich nenne deine Mutter ja Chefin, also ist das in Ordnung. Schön, aber nenn mich trotzdem bei meinem Namen. Oh, also hat sie gerade ihre Verlegenheit versteckt. Okay, Kanami-chan? Du brauchst das Chan nicht anzuhängen. Nein, ich fühle mich damit noch nicht wohl. Na gut, Ryui-san. Oh nein! Mama, was machst du denn hier? Oh nein, du hast mich gefunden und ihr habt euch so nett unterhalten. Ich habe mir Sorgen um euch gemacht, also habe ich gelauscht. Das hättest du nicht tun müssen. Wann hast du angefangen zu lauschen? Ich glaube, seit er dich gefragt hat, warum du ihn zu dir nach Hause eingeladen hast. Also hast du von Anfang an zugehört. Ist doch nur halb so schlimm, alles ist gut gelaufen. Ja, aber ich habe mir Sorgen gemacht, weil du nicht ehrlich warst. Du bist echt eine Helikoptermutter. Chefin, entschuldigen Sie den ganzen Ärger. Kein Grund zur Sorge. Du hast nichts falsch gemacht. Es war Kanamis Schuld, dass sie dir nicht gesagt hat, wie viel Spaß sie wirklich hatte. Spaß? Als sie von der ersten Verabredung kam, hat sie gesummt. Hey Mama, sag ihm das nicht. Sie hörte nicht auf zu lächeln, also wusste ich, dass sie eine tolle Zeit hatte. Deshalb war ich am nächsten Tag überrascht, als du mir sagtest, das Date sei nicht gut gelaufen. Ach so, verstehe. Wenn ich dir nicht gesagt hätte, dass du sie zu einem weiteren Date einladen sollst, wäre das alles nicht passiert. Ich denke also, du solltest dich bei mir bedanken, Kanami. Ich denke schon. Danke, Mama. Wow, ausnahmsweise bist du mal ehrlich. Ja, aber ich habe dir nicht verziehen, dass du mich belauscht hast. Ach, komm schon. Die Chefin hat nur gelauscht, weil sie sich Sorgen um uns gemacht hat. Also verzeihen wir ihr. Nun, wenn du das sagst... Kanami, du bist so sanftmütig, wenn du in der Nähe von Yoshikawa bist. Mama, bitte sag nichts mehr. Gut, gut. Ich war froh, dass ich erfahren habe, wie du wirklich bist, Kanami-chan. Hey, wenn du mehr über mich erfahren willst, solltest du mich direkt fragen. Gut, das werde ich von nun an tun. Aber Chefin, würden Sie mir bitte mehr darüber erzählen, wie Kanami nach unserem ersten Date drauf war? Ja, natürlich. Ryuji-san, Mama, hört auf!